Also wir werden mit mindestens 40 bis 60 Schülern gemeinsam an auch entsprechend vielen Reanimationspuppen die einfachen Maßnahmen der Wiederbelebung üben und das auch ganz den Besuchern im Einkaufszentrum, im Börs auch vorzeigen, wie einfach ohne irgendwelche Hilfsmittel diese Maßnahmen sind. Einfachste und erste, das man sich denken sollte, ist, dass man nichts falsch machen kann. Hauptsache man startet mit Maßnahmen, ruft rasch die Rettung über den Notruf 144 und dann ist es tatsächlich so, dass man mit seinem Hausverstand, mit seinen Organen hat sehr viel Lebensrettendes Durka, das bedeutet also die Herzdruckmassage, nur die Beatmung. Da braucht man gar nichts dafür, außer grundlegend einmal so das Wissen vielleicht, wie es funktioniert und vor allem das, den Mut, dass man diese Maßnahmen noch bis zum Eintreffen von der Rettung durchführt. Ja, das starten wir jetzt nur so mit einer kurzen Sequenz. Also, wenn sich jemand am Boden vortrefft, also der da liegt und sich nicht rührt, das ist ganz wichtig, kurz auf die eigene Sicherheit zu achten. Dann kann man zu der betroffenen Person reingehen, sie ansprechen und berühren. Hallo, hallo, was ist los? Wachen Sie auf, hallo. Wenn der Mensch jetzt nicht reagiert, ist wichtig, sofort den Notruf zu aktivieren, das 144 auszulösen, jemanden um Hilfe zu bitten, der, wenn es irgendwie möglich ist, eine Verbandskassette bzw. auch einen Defibrillator bringt. Während die anderen Helfer am Weg sind und hoffentlich alles bringen und vor allem den Notruf absetzen, mache ich mit der Kontrolle der Lebensfunktionen weiter. Das bedeutet, den Kopf leicht überstrecken und die Atemkontrolle hören, sehen, fühlen, maximal 10 Sekunden durchzuführen. Kurz auch zu schauen, ob sich der Patient irgendwie bewegt, ob er normale Lebenszeichen hat. Also ich spüre gar nichts, ich höre keine Atmung, ich sehe auch nichts. Das heißt, ich beginne jetzt mit Wiederbelebungsmaßnahmen und starte mit 30 Herzdruckmassagen. Und zwar in der Mitte des Brustkorbs, beide Hände übereinander, direkt auf das Brustbein drauflegen und circa 5 bis maximal 6 cm nach unten drücken. In einer Geschwindigkeit zwischen 100 und 120 Massagen pro Minute und das 30 Mal. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30. Die nächste Maßnahme stellt dann das Beatmen dar. Zum Beatmen auch den Kopf wieder überstreckt, falls vorhanden ein Beatmungstuch, eine Hilfe hier, auch in den Einsatz bringen, Nase zuhalten und beim überstreckten Kopf. Beatmungen und wieder 30 Herzdruckmassagen. Die Geschwindigkeit entspricht dem Lied Staying Alive zum Beispiel von den Bee Gees. Diese einfachen Maßnahmen fortführen, bis der Defibrillator kommt. Oder natürlich bis das Rote Kreuz, bis der Rettungsdienst eintrifft. Defibrillatoren können beim Atemkreislaufstillstand einen lebensrettenden Stromstoß verabreichen. Defibrillatoren, so wie wir sie haben, dürfen von jedem Ersthelfer, von jedem Laien eingesetzt werden. Sie sind nämlich ganz einfach aufgebaut. Es gibt einen Knopf zum Einschalten, ich mache das jetzt dann auch gleich. Und dann beginnt das Gerät genau zu erklären, was der Ersthelfer zu tun hat. Insofern also wirklich ganz ein einfaches Gerät und von jedem Laien zu benutzen. Ich schalte mal ein. Setzen Sie die Reanimation fort und schicken Sie die Elektroden, die abgebildet auf den nackten und trockenen Oberkörper. Stecker beim gelben Licht einstecken. Ich nehme jetzt die entsprechenden Klebeelektroden, platziere sie auf dem Brustkorb vom Patienten. So wie auch abgebildet. Setzen Sie die Reanimation fort und kleben Sie die Elektroden wie abgebildet auf den nackten und stecke jetzt das Kabel ein. Patient nicht berühren. Und bitte warte auf die weiteren Anweisungen. Das Gerät analysiert jetzt den Herzrhythmus. Achtung, Patient nicht berühren. Gerät lädt. Empfiehlt jetzt einen Schock. Patient nicht berühren. Achtung, alle weg vom Patienten. Achtung, Schock.
und starten wieder die Herzdruckmassage. Der Patient normal atmet oder neue Anweisungen erfolgen.